Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge City Skylines auf meinem Kanal. Die Einstellungen für Sound und so werden wir jetzt gleich noch machen und alles weitere dann gleich nach dem Intro. Ja, wieder zurück. Wir sind noch gerade am Laden. Geht jetzt ziemlich flott. Und dann wollen wir mal gucken. Nein, alles gut. Das wollen wir auch nicht. Wir gucken uns mal hier unsere Landschaft an. Also, wir haben hier ein Gebiet. Wir haben eine Autobahnanbindung. Wir haben hier Wasser. Genau wie hier auch. Da können wir ja mal gucken, wie das Wasser sich verhält. Können wir gerade nicht. Wir müssen erstmal ein paar Straßen bauen. Ja, jetzt haben wir ja hier die Anbindung. Ist jetzt natürlich so die Frage, wie machen wir es jetzt hier am besten? Ich würde sagen, wir bauen hier die Zufahrtsstraße hin. Falsch rum. So, damit haben wir dann auf jeden Fall schon mal die erste Straße soweit durch. Dann erneuern wir diese hier. Straße verbessern. Zu einer vierspurigen, weil ich glaube hier, obwohl sechsspurig wäre eigentlich auch noch besser. Und da werden wir die Abfahrt, die ist zu niedrig. Wegreißen. Da fangen wir dann mal an, hier wegzureißen. Ist egal. So, zweispurig, genau. Hallo, so. Genau, so. Jetzt haben wir's. Mit Bürgersteig brauchen wir hier noch nicht. Genau. Dann fangen wir jetzt mal an, hier ein bisschen zu bauen. Und zwar die große Straße ziehen wir mal weiter. Warum hat er die jetzt nicht? So. Genau. So, das ist eine sechsspurige Straße und eine sechsspurige Straße mit Gehweg. Genau. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wie kommen wir am besten jetzt hier. Boah, das sind aber auch große Dinger, ne? Kosten 2500. Ich würde sagen, wir reißen hier ab. Müssen wir noch ein Stück abreißen. So. Allerdings werden wir sofort gucken, dass wir die hier vergrößern können. Und dann auch hier wieder direkt anbinden. So. Das wird unser Hauptverteiler erstmal sein, wenn sie bei uns in der Stadt reinfahren. Dann werden wir hier ein wenig bauen und werden anfangen, jetzt hierhin Abzweigungen zu setzen, aber da können wir kleinere Straßen nehmen.
So, jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Das heißt, wir müssen diese nochmal abreißen. Und werden die jetzt ansetzen. Genau. Dann kann die nämlich hier weitergeführt werden. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Das heißt, wir können jetzt kleinere Straßen nehmen. Wo wir hier die Verbindungen nämlich mit denen bekommen. Ne, die reißen wir nochmal komplett weg. Das gefällt mir nämlich gar nicht. So. So. Wir brauchen Strom. 8 Megawatt sollten erstmal ausreichend sein. Des Weiteren brauchen wir aber Wasserpumpstationen. Ich würde sagen, wir holen hierher das Frischwasser und pumpen hier das Abwasser rein. So, ich hoffe, dass der jetzt connected ist. So. Die Wasserleitungen legen wir natürlich jetzt auch. Eigentlich ziemlich einfach. So, und da scheint es nämlich auch schon unser Ende zu sein vom Geld her. Aber dann werden wir jetzt erstmal die ersten Flächen mit Wohngebieten bebauen. Da können wir dann hier punktual, aber kann ruhig ein bisschen größer hier. Wir sind auch noch im Pausenmodus, sehe ich gerade. So, wie weit haben wir denn die Wasserleitung durch? Okay, die haben wir so bis hierhin durch. Das heißt, wir können dann auch bis hierhin Wohnviertel machen. Ihn hier nehmen wir wieder raus. So. Damit hin geht auch hier jetzt unsere... Entschuldigung, damit geht jetzt auch unsere Anfrage runter. Wir können ein bisschen weniger in Strom und Wasser gerade investieren. Somit können wir dann ein bisschen unsere Kosten regulieren. Weil wir fahren im Moment 1000 pro Monat in minus 1100. Das ist gerade nicht so schön. So, habt ihr alles? Wohngebiet. Eigentlich Wasser müssten sie haben, die Wasserversorgung. Wir brauchen jetzt allerdings leichtes Gewerbegebiet. Ja, wenn wir einfach mal hier hinsetzen. Und Industriegebiet wird angesetzt. So, wie geht denn der Wind hier? Ich würde sagen, wir gehen hier rüber mit dem Gewerbegebiet. Da haben wir noch nichts, okay. Was bekommen wir denn hier? Da bekommen wir dann Darling freigeschaltet bei
550 Einwohner. Sehr gut. Was bist du hier am Meckern? Normalbetrieb, sehr schön. Wir können die Zeit mal ein bisschen schneller hier stellen. Ja, Anfrage für Wohngebäude sind immer noch, aber Gewerbe auch. Ja, und Industrie wird jetzt halt mehr, ne? Die Anfrage für Industrie ist... Das ist nicht gerade... Wir können hier ein bisschen runter. Viel bringt es uns natürlich gerade nichts, aber okay. Strom sind wir auf dem notdürftigen. Wasserversorgung können wir eigentlich ganz runterdrehen. Oh, wie schaut es jetzt aus? Ach, immer noch ausreichend. Ist super. Aber Strom wird enge. Das heißt, wir werden ein bisschen erhöhen. Erreichen unsere 8 Megawatt halt nie aus. So, produziert werden 3 und 2 Megawatt werden benötigt. Okay. So. Wir haben 187 Einwohner. Sind plus 4 gewesen. Schauen wir mal kurz. Da können wir noch Bevölkerung hinsetzen, aber wir haben gerade keine Nachfrage. Da ist jetzt natürlich ein bisschen mies, aber okay. Wir müssen halt warten, bis wir jetzt wieder im Plus kommen. Ein Gewerbe ist auch gut ausgeschöpft. Ja. 120. Wir fahren also im Moment minus 120. So, was hast du denn hier zu meckern? Du hast doch gar nichts zu meckern. Alles gut. So. Jetzt müssten wir aber gleich im Plus fahren. Wenn dann nochmal 2, 3 Einwohner mehr kommen. Abwasser. Ja, das fließt hier. Bleibt hier drin. Okay. In der Bucht. Ja gut, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Ne? Sollen wir darauf achten? Achten wir darauf? Achten wir nicht darauf? Alles gut. So, wir hätten sogar schon neue Gebiete. Nee. Wollte doch sagen. Kann doch noch nicht sein. So, wir fahren immer noch 45 Credits pro Woche ins Minus. Aber das werden wir schnell ändern jetzt gleich. So, was hast du denn hier? Nicht genügend? Doch, Normalbetrieb. Also Gewerbe kommt immer mehr. Da fahren wir die ersten 26 Kredits im Plus pro Woche. So, da geht's doch jetzt langsam bergauf. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass die jetzt gleich anfangen zu meckern mit der Müllberge. Weil da haben wir dann nämlich dann noch ein Problem, weil wir haben noch keine Mülldeponie. Aber die werde ich dann hier so hinsetzen. Machen wir hier eine Gewerbestraße hier hin. Dann sollte es eigentlich ganz gut passen. Aber wenn ich jetzt so sehe, dass der Wind von hier kommt, hätten wir wahrscheinlich hier besser Industrie hinsetzen sollen. Aber gut, wir gucken mal, wie sich das verhält. Wie dann mit die Luftverschmutzung sein wird.
bleibt ja dann abzuwarten. So, 216 Einwohner. Ich würde sagen, ich schalte euch wieder hinzu, wenn wir hier wieder ein bisschen Geld auf dem Konto haben, damit wir dann auch noch ein bisschen weiter bauen können in der Folge. Ja, das würde ich so machen. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, und da sind wir dann auch schon wieder zurück. Ja, ihr seht, so langsam beruhigt sich die Einnahmen. Ich musste leider hingehen und im Wohngebiet eine Industriekomplex bauen. Wollte ich natürlich eigentlich nicht, aber es ist halt so. Jetzt bauen wir hier noch ein bisschen Wasserversorgung. Weil ihr seht, die Nachfrage an Wohnraum wird immer mehr. Der ist natürlich schon fast wieder voll. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen Geld sparen, damit wir dann auch noch die Umlegung machen können für die Industrie wieder. Da wir die definitiv wieder umsetzen können, weil das kann so nicht bleiben. So, dann machen wir hier mal... Na, was ist denn normal? Ist dann, ne? Ich glaube, das hier ist der normale. Oh, ne, nicht komplett, ey. Ja, komm, doch. So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal neue Wohngebäude. Das bringt uns natürlich wieder einen ganzen Schuss nach vorne. Und da haben wir auch schon unseren ersten Meilenstein erreicht, und zwar kleiner Weiler. Sehr schön, wir haben ein bisschen Geld bekommen, wir haben freigeschaltet, die Mülldeponie, eine Grundschule, eine Arztpraxis und noch ein paar andere Teile. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal, dass wir mehr Strom bekommen. So. Wasser ist zurzeit ja nicht das Problem. Ihr solltet jetzt aber mehrere Probleme. Strom können wir nicht mehr haben. Strom habt ihr. Nicht genügend Wasser. Ja gut, das ist ja nicht das Thema. Dann können wir da nochmal ein Stückchen erweitern. So, genau. Aber meine Freunde, wir müssen uns jetzt hier dringend ums Gewerbegebiet kümmern. Da werden wir hier die Straße setzen. Von da aus gehen wir dann ab mit dieser Straße. So. Werden sie dann wieder hier verbinden. Jetzt können wir hier kleinere Straßen. Ah, jetzt schon wieder kein Geld mehr. Wofür haben wir jetzt schon wieder so viel ausgegeben? Naja, egal. Mülldeponie 4000. Die brauchen wir jetzt als allererstes. Passt die hier hin? Hier passt sie hin. Ist natürlich dann super. Und das werden wir auch tun so. Warten wir mal, dass wir kurz die 4000 bekommen. So. Ah, wir haben hier unten wieder, ja genau. Machen wir mal hier unten Volllast. Ja, in den letzten 2 Wochen hat sich Müll angesammelt, ich weiß. Ja, kommt doch. Sind dabei. Müsst ihr mal mehr Steuern bezahlen, dann passt das auch. Können wir hier noch was am Budget regeln? Stromversorgung, können wir ein bisschen runterfahren? Noch ein Stück. So sollte hinhauen.
Ja, das ist mir klar, dass ihr hier alle mit Müllberge am Meckern seid. Ich kann doch da auch nichts für. Ich habe halt wieder mal ein bisschen zu großzügig gebaut. Gut, ist halt so, was soll man machen? Na, jetzt kommt es doch so langsam. Zack, die Mülldeponie hier hin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, braucht die Strom? Ich glaube, die braucht Strom, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Wir warten einfach mal ab. Unterhaltskosten, Normalbetrieb, alles schick. Gut. Dann können wir hingehen und hier endlich Wasser runterziehen, weil Wasser brauchen wir. Ja, das haut gut hin. Jetzt können wir dann hier Industrie setzen. So, 720 brauchen wir noch. Ah, jetzt brauchen wir aber Strom. Ja, genau. Kümmern wir uns sofort drum. Wie machen wir das denn dann jetzt? Am besten erstmal von hier aus hier rüber. Ja, würde ich sagen. So. So, Strom sind sie auch alle versorgt. Ja, wir wissen, ein Arzt haben wir verfügbar. Genau, so, und jetzt können wir nämlich hingehen. Und hier die Industrie. Entfernen. Und da können wir dann wieder hinsetzen. So, hier haben wir, glaube ich, durchgehend schon Wasser. Hier auch. Oh, was habt ihr hier? Ein kranker Bürger, ja, ich weiß. Die Arztpraxis kostet uns 10.000. Da müsst ihr noch einen Moment warten, bitte. Ich kann nicht, nee, zaubern. Kranke Bürger. Ja, ich weiß. Aber wisst ihr, was wir in dem Fall machen könnten? Wir könnten die Leute einfach rausschmeißen. Dann werden nämlich neue Häuser dort gebaut. Und dann hat man erstmal ein bisschen Ruhe. Aber auch nur erstmal. So, ein bisschen Gewerbenachfrage. Kann gerne noch hier was hin. Da kann eigentlich auch noch ein bisschen was hin. Dann haben wir dort auf jeden Fall erstmal wieder Nachfrage für Gewerbe ganz gut. Oh, wir haben kaum Strom. Oh. So. Wie schaut's aus? Oh. Da brauchen wir mehr Energie, Leute, bitte. Können wir dann noch irgendwie was anderes? Ah, das kostet 19.000. Neue Dienste. Na, die können wir leider auch noch nicht. Aber wir haben 1.100 Bürger freigeschaltet. Das ist doch schon mal was. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, dass wir hier eben nochmal schnell irgendwie was an Strom mecken. Machen wir den hier hin. Sollte dann reichen. Ja, Strom ist verfügbar. Alles gut. Eigentlich hätten wir ihn hier hinsetzen können. Ja gut, da schauen wir dann gleich mal. Wir müssen uns um Industriegebiet kümmern. So, mittlere Straße. Vierspurig, genau.
So. Hier machen wir eine kleine Straße hin. Und dann können wir hier nämlich jetzt alles mit Industrie vollklatschen. So. So. Industrie sollte jetzt erstmals genügend sein. Denke ich mal. Ja, nimmt auch ab. Das ist schon mal sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt hier weiter. Was machen wir jetzt hier weiter? Außer Betrieb. Warum? Ah, im Normalbetrieb. Okay. Na, weil ihr dann aufbaut. Okay. So. Mülldeponie. 5% schon gefüllt. Eieiei. Nein, Richtlinie möchte ich keine erstellen, weil die kosten nämlich richtig Geld. Und ganz ehrlich, das Geld haben wir dafür nicht. So. So. Den haben wir. Dann verbinden wir den jetzt hier einfach nochmal. Dann haben wir nämlich hier auch alles abgedeckt erstmal. Dann haben wir da nämlich erstmal mit Ruhe. Genau. Ah, hier müssen wir auf jeden Fall auch noch. So. Oh. Oh, Wasser wird. Oh, Wasser wird eng. Da müssen wir dann auf jeden Fall Budget erhöhen. Wasser verfügbar? Ah, ich wollte gerade sagen. Das kann aber jetzt nicht sein. So, kranke Bürger hatten wir, ne? Ah, dann müssen wir ja den Arzt auf jeden Fall setzen. Und das können wir gerade nicht. Weil wir nicht genügend Geld haben. Aber das wird jetzt gleich kommen. Und dann können wir auf jeden Fall dort nochmal in Ruhe einen Arzt hinsetzen. Genau, aber wir sind ja hier schon wieder auf die langsame Geschwindigkeit. Wir wollen natürlich hier ein bisschen schnell durch vorwärts kommen. Und dann werden wir hier auch definitiv die schnellere Geschwindigkeit spielen. So. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Na? 8.000 haben wir. Oh, wir haben aber weitere Anfragen nach Gewerbe. Da müssen wir uns dann gleich nochmal direkt drum kümmern. Gucken, wo wir noch Gewerbe hinsetzen können. Aber erst machen wir jetzt hier den Arzt fertig. Ja, verlassene Gebäude kümmern wir uns nachher. So, der Arzt sitzt. Verlassene Gebäude. Dort. Dort. Da ist ein verlassenes Gebäude, da ist ein Toter, da ist ein Toter. Ihn machen wir weg, ihn machen wir weg, ihn machen wir weg. Da ist ein Toter. Ja, ich weiß, Gesundheit wird nicht komplett abgedeckt, aber da können wir im Moment leider nichts dran ändern. Obwohl es ja hier ordentlich eigentlich ist, ne? So. Was haben wir denn hier? Arztpraxis. Was hätten wir denn noch? Hospital. Wie groß ist das denn? Ach du Schitte. Ja gut, Hospital wird erstmal nicht laufen. Neue Dienste freigeschaltet. Ja, Polizei und Feuerwehr, ich weiß. Aber dafür fehlt uns zurzeit das Geld.
Wir müssen Gewerbe noch machen, meine Freunde. So, kommt. Ach, schon wieder nächster Meilenstein erreicht. 1600 Personen leben bei uns. Ja, wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen. Da würde ich dann sagen, machen wir mal direkt hier noch eine Arztpraxis hin. Des Weiteren gehen wir jetzt erstmal hin, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Wir werden hier um den Kreisverkehr rumherum ein Gewerbe setzen. So. So. Obwohl ich ihn und ihn nicht machen würde, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Müllabfuhr sonst hier hinten rum und dann erst drehen und dann da einsammeln müsste. Das wäre nicht gerade von Vorteil. So, da haben wir jetzt wieder einen Toten. Da haben wir einen Toten. Da haben wir einen Toten. Genau wie da auch. Was haben die denn hier für ein Problem? Kriminalität, ne? Hallo. Weg damit. Wir kümmern uns jetzt hier erstmal um die Kriminalität. Ich würde sagen, wir setzen Polizeiwache dorthin. Was haben wir denn jetzt gesetzt? Polizei haben wir gesetzt, genau. Feuerwehr. Den Radius? Ne. Hat keinen Radius. Wo setzen wir denn die Feuerwehr? Sollen wir die hier hinsetzen? Dann ist die schön zentral. Ich denke mal, das wäre eigentlich am sinnvollsten. Und kann sie direkt im Kreisverkehr ausrücken, wenn was ist. So werden wir es dann tun, sobald wir das Geld haben. Heißt, müssen wir noch einen Moment warten, weil uns fehlen noch 1800. Aber das bekommen wir schon hin. Bildung ist auch schon wieder ein neues Gebäude da. Aber da würde ich mich jetzt erstmal noch nicht drum kümmern wollen. Da gucken wir erstmal. So, 800 fehlen noch. Na, 700. Und da haben wir schon wieder ein Toter. Eine Kriminalität ist er, glaube ich. Ne, doch ein Toter. Der muss abgeholt werden. Aber ich weiß jetzt noch nicht mal, ob wir einen Friedhof schon haben. Nein, der Friedhof ist noch nicht freigeschaltet. Nein, der kommt erst bei 2800 Bewohner. Gut, dann müssen wir das auf der harten Tour tun. Und das Gebäude einfach verkaufen. Gut, soweit haben wir es. So, kaufen Sie neues Land. Wir können ja einfach mal gucken. Kaufen möchte ich jetzt noch nichts. Hier haben wir natürlich einiges frei. Oh, da geht doch ganz schön nach Klärwerk. Okay. Wir müssen das hier später, also das, das und das hier später kaufen. Obwohl das und das, weil dann können wir nämlich hier am Zug dran später. Das ist nämlich natürlich wichtig, dass wir dann eine Zugverbindung noch bekommen. Aber meine Freunde, ich denke mal, das soll es für die erste Folge City Skylines gewesen sein. Ja, ich guck mal, dass ich das Video so alle. Ja. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht für Samstag, Sonntag jeweils eine Folge. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann nächstes Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, danke und tschüss.